Moment ist gerade alles etwas anders als sonst. Auch bei uns in der Kirchengemeinde. Der gemeinsame Gottesdienst in der Kirche ist bis auf Weiteres nicht möglich. Hochzeiten und Taufen müssen abgesagt werden. Das Gemeindehaus hier in Uelsen, das Gemeindehaus in Egge bleiben geschlossen. Konfirmandenprojekte und Altenkreise fallen aus. Und trotzdem ist es uns irgendwie auch wichtig, in Kontakt zu bleiben. Auch in dieser Zeit unsere Gemeinschaft und unseren Glauben zu leben. Wie das funktionieren kann, darüber denken wir im Moment gerade noch nach. Mit dem Kirchenrat, mit den Pastoren, ein paar Ideen haben wir schon und werden sie jetzt in den nächsten Tagen nach und nach auf unserer Internetseite präsentieren. Die älteren Gemeindeglieder bekommen das alles auch noch per Brief. Jetzt heute möchte ich erst einmal mit Ihnen eine Andacht feiern. Und zwar heute nicht in der Kirche, sondern draußen im Freien. Hier an einem Ort, der für Uelsen auch eine hohe Bedeutung hat, nämlich an der alten Windmühle. Seit mehr als 250 Jahren gibt es diese Windmühle hier in Uelsen. Lange Zeit wurde hier Korn gemahlen. Die letzten 91 Jahre stand sie dann, oder 91 Jahre lang stand sie dann still. In den letzten Jahren ist sie aufwendig wieder aufbereitet, restauriert worden und mit einem neuen Mahlwerk versehen worden. Nun kann sie sich gelegentlich wieder drehen, vor allem im Sommer an den Wochenenden, wenn Touristen hier bei uns in Uelsen sind. Im Moment drehen sich die Windmühlenflügel nicht. Aber eben nicht, weil das nicht möglich wäre, sondern weil es so gewollt ist. Dieser Stillstand ist gewollt, um die Windmühle zu schützen, damit sie sich hoffentlich noch lange drehen kann. Auch in unserem Leben kommt im Moment viel zum Stillstand. Der Alltag, wie wir ihn gewohnt sind, ist ausgesetzt. Schulen und Kindergärten haben geschlossen. Wo es möglich ist, arbeiten Leute von zu Hause aus. Vor allem sind wir alle dazu aufgerufen, direkte Begegnungen zu vermeiden, Distanz zueinander zu wahren. Nicht als Zeichen der Vereinzelung, sondern gerade als Zeichen der Solidarität. Denn nur wenn die Verbreitung des Virus deutlich eingedämmt wird, werden Ärztinnen und Ärzte, Pflegerinnen und Pfleger in der Lage sein, diese Situation, in der wir uns befinden, gut zu beherrschen. Und auch wenn das erst einmal widersinnig wirkt, im Moment liegt im Stillstand unsere größte Chance. Das ist ein Gedanke, den auch die Bibel schon kennt. Josua zum Beispiel wird davon erzählt, wie die Israeliten, als sie gerade im gelobten Land angekommen sind, von mächtigen Feinden angegriffen werden. Der Ausgang des Kampfes ist ungewiss. Die Existenz des ganzen Volkes steht auf dem Spiel. Gottes großes Befreiungsprojekt droht zu scheitern, als das Ziel schon zum Greifen nahe erscheint. Und dann wird berichtet, wie Gott in den Kampf eingreift. Zunächst schickt er noch einen gewaltigen Hagelsturm auf den Weg, aber dann, und das ist das eigentlich Entscheidende, bringt er Sonne und Mond dazu, innezuhalten. Und der Lauf der Gestirne kommt zur Ruhe. Heute würde man sagen, Gott hält die Zeit einen Moment an. Und indem er diese kleine Auszeit setzt, verschafft er seinem Volk den entscheidenden Vorteil, gibt ihnen die Gelegenheit, zum eigenen Schutz zu handeln. Die Israeliten nutzen die Chance und gewinnen die große Schlacht. Zumindest für eine kleine Weile ist die Ruhe, ist die Sicherheit wiederhergestellt. Natürlich sind es auch in der Bibel Menschen, die diesen Kampf austragen müssen. Aber im Hintergrund ist eben doch Gott selbst mit aktiv, der mitten im Chaos diesen Moment des Innehaltens schafft und damit den Menschen Raum zum Handeln gibt. Auch wir haben im Moment noch diesen Raum, die Möglichkeit, durch unser Verhalten darauf einzuwirken, wie die Krise, die wir erleben, sich weiterentwickelt. Und zwar nicht nur dann, wenn wir im Krankenhaus arbeiten oder an der Supermarktkasse dafür sorgen, dass das Leben weitergehen kann.
Jede und jeder Einzelne von uns hat die Möglichkeit, auf die Krise, in der wir leben, einzuwirken. Wir können das einerseits in zerstörerischer Weise tun, wenn wir gute Ratschläge in den Wind schlagen, wenn wir trotz Corona noch feiern, als wäre nichts gewesen, wenn wir beim Einkaufen nur an uns selber denken, nicht an die, die manches nötiger brauchen als wir. Aber wir können es eben auch in anderer Weise tun, als Mitarbeitende Gottes, als Teil der Lösung. Durch unser Innehalten zum Beispiel, durch unser Sein lassen, durch unsere Vorsicht und auch sonst durch gelebte Solidarität. Vielleicht bietet man als jüngerer Mensch den Nachbarn Hilfe beim Einkaufen an. Vielleicht greift man häufiger mal zum Telefon, hört Menschen zu, die das ständige Alleinsein oder die ständige Enge im Haus nicht mehr ertragen. Wer die Enkel längere Zeit nicht sehen kann, der freut sich sicherlich über einen Brief, über ein Foto, über ein selbstgemaltes Bild. Und vielleicht tun sich hier und da auch Nachbarfamilien zusammen und passen gegenseitig auf die Kinder auf, damit Menschen, deren Arbeit im Moment unverzichtbar ist, trotzdem noch ihrer Arbeit nachgehen können. Lauter kleine Möglichkeiten, auch jetzt im Stillstand noch etwas zu tun, auch jetzt in dieser Situation noch zu handeln. Der Stillstand bietet eben auch die Chance, über solche Möglichkeiten der Hilfe nachzudenken. Nur in der Ruhe kann neue Kraft entstehen. Im Innehalten wächst neue Gelassenheit und dann auch neue Entschlossenheit. Wenn ich die breit ausgebreiteten Flügel der Windmühle sehe, dann ahne ich etwas von dieser Kraft. Und auch wenn wir uns nicht so bewegen können, wie wir es eigentlich gerne wollen, die Kraft, die Gott uns schenkt, bleibt da. Ich wünsche Ihnen alles Gute für die neue Woche, Gottes Segen für die Zeit, die vor uns liegt. Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen.